Das ist Rahmschnitzel, ich bin Knasti. Wir spielen jetzt Wir spielen jetzt Laser Cubania von Lukas 6317. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich so ein bisschen auf Jackass machen wollte, ist aber voll in die Hose gegangen. Ist mir nicht so ganz rübergekommen. Allerdings, weil es nicht auf Englisch war. Wahrscheinlich deswegen und weil, ja gut, das Timbre, was da in der Stimme mitgeschwungen hat, war nicht so knallharter Draufgänger-Typ, glaube ich. Yo, wer dich kennt, da weiß man ja eigentlich, da kann man sich das ja eigentlich denken. Aber dass du hier voll der harte Knochen bist und so. Ich bin voll der krasse Typ, sag ich ja, dir. Ja, eben, das kannst du halt allein durch deine Stimme nicht so zum Ausdruck bringen. Ach so, man muss mich dafür sehen, ja? Genau. Denn das solltet ihr auch mal versuchen. So. Mich sehen. Einfach mal versuchen. Ja. Ja. Fangen wir einfach direkt an. Kommen wir. Laser Cubania. Ich bin voll hot. Hot or not? Yes. Hot on the map. Bin ich. Yes. Hello, party Hello. Peoples in the world. Shake your hands into the air. Air. And clap your legs like Ente, who is swimming in the Wasser. Clap your middle fingers. Ich glaube nicht. So, Party wollte ich nur mal gesagt haben. Das hört man nicht. Wir sind voll motiviert. Das sage ich euch. Wir haben zumindest die Hoffnung, dass wir diese Map besser schaffen werden als die letzte. Die Hoffnung habe ich, ja. Ja, das ist auch nicht so wirklich schwer. Kükelmoor, hier kann man sterben und hier kann man auch hier kann man was machen. Ist jetzt... Ah, guck mal. Okay, möchtest du der hochfahrende Part sein? Nein! Wie nein? Nein! Nein! Oh! Aber, so. Aber was war da hinten jetzt? Was hat das jetzt hier aktiviert? Oder war das jetzt einfach nur hier das Prisma, was da rausgepalumselt ist? Da ist nur das Prisma rausgepalumselt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert ist. Ich drück den Knopf. Und was machst du so? Noch ein Prisma. Kann man das Feld ausschalten? Jetzt konzentrier dich doch mal, hallo. Hier, da ist vielleicht in den Laser. Wir sind doch nicht durch den Spaß Laser. Hier. Was, Laser? Oder den Laser? Kannst du hier oben den... Probiere. Den. Oh. Ja. Klappt, das ist das hier angemacht. Ja, aus. Das ist jetzt. Da. Also du hast ist durchs noch? Anmachen, hast du es ausgemacht. Ja, das passiert mir öfter. Passiert mir auch bei Frauen ständig. Ja. Yeah. Sobald man die anmacht, ist das Spiel aus. Ach so, warte mal, mach nochmal. Ja, das kann ich. Wobei, war das der Richtige? Ja, doch. Ah, okay. Ja, hast du. Oh, das war aber geschickt. War aber sonst da noch in dem abgeschnittenen Teil was? In dem tödlich abgeschnittenen Teil? Da? Noch was anderes außer der Wand? Da ist ein Knopf. Der geht zu dir. Ja, aber da kannst du ja hin. Ja. Ja, aber der Knopf. Soll ich mal? Nee, der Knopf da, der ist. Nee, da ach, war der ich ja schon. Hast du das mal rausgeholt? Genau, ja. Ach so, ich habe gedacht, ich wäre das in gewesen. In dem dahinter gelegenen Bereich, in diesem Biergarten der Unterhaltung, ob da noch irgendwas ist. Der Biergarten der Unterhaltung, das klingt wie so. wie so eine ZDF Volksmusik. Erzeugst. Genau. So ZDF-Volksmusik. Ja. Nee, hier hinten ist nichts. Brauchen wir noch was, außer, was brauchen wir jetzt eigentlich? Wir können Folgendes tun, und zwar, kannst du das Prisma, mal so hinstellen, dass es dort auf die Fläche, dass der Laser kommt. Da ist eine Fläche. Jupp. So. Ja, genau. Und jetzt? Warum ist denn eine Fläche? Warte, die drehe ich gleich um. Ach so, hast du dann... Ich hab das schon voll ausgetüftelt. Hast du damit das, oder was war das? Tada! Crazy! Tada. Was passiert, wenn das da durchgeht? Ja, schön, dass du so weit denkst. Nein! No!
Oh no. Oh. Nee, ist aber echt die Frage, was passiert da unten jetzt noch? Ich habe keine Ahnung, stimmt, da müsste ich ja. Brauchen wir ich sogar ich erst schmeiß mich mal hier runter, ne? Schmeiß dich mal da runter. Ja. Dich schmeiß ich da gleich hinterher. Oh, cool. Aha. Jetzt kannst du von da oben einfach hier umlenken. Dann ich stelle mich mal hier drauf. Oh. Ja. And you put the Prisma. Hast du mein Portal da oben überschrieben? Ich glaube, wir haben gleich. Genau gleich. Ich hab nicht gemerkt, dass ich. Eins. Oh, jetzt habe ich mich fast weggebrannt. Jetzt dadurch. Das war knapp. Soll ich? Ja, bitte nicht auf mich. Nee, nee, nee. Ich habe ja darauf gewartet, dass du mich jetzt aus Versehen wegbrennst. Passiert gar nichts. Wie passiert nichts? Passiert nichts. Wie passiert nichts? Es passiert nichts. Da muss da was passieren. Hallo. Was ist daran jetzt nicht zu verstehen, Fräulein? Man kann doch nicht einfach irgendwelche Objekte in die Welt reinpacken und dann passiert da nichts. Hier, wahrscheinlich ist es der da. So mal, was? So ein Viereck zufällig. Ja, warum passiert denn da was? Ja, hier, das ist der Ausgang. Man kann doch nicht Sachen in die Welt reinpacken und dann passiert da was. Und dann passiert da plötzlich was. Ja, das geht echt, ja mal gar nicht. Man muss mal ein bisschen mitdenken. Boah, echt, Mann. Echt, ey. Diese Aufreger. So, wir kriegen hier, das fährt hier die Treppe aus. Westtreppe, ja. Ja. Können wir uns da nicht irgendwie hincheaten? Oder was noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Können wir uns da nicht irgendwie hincheaten, sag mal? Oder was da gibt es doch bestimmt eine Lösung. Ja, ich habe das gerade mal wieder ausgemacht, ne? Aber beim Ausgang war da jetzt das Quadrat an, ne? Hat sich für uns in den Weg bereitgestellt. Genau. Sehr richtig gut. Sprich, wenn wir da oben sind. Wenn wir da oben sind, dann. Dann, ja. Da ist einfach mal der Server weg. Hallo? Der gute Rahmschnitzel hat gerade nicht so das allerschnellste Internet. Hm. Ich schreibe in der Zeit einfach mal eine SMS. Wieso? Dann ist er einfach mal weg. Auch nicht. Hallo. Hallo, wir sind wieder da. Richtig. Wir haben vollkommen einen gemeinsamen Feind. Und es nennt sich Internet. Ja, das hast du schön gesagt. Hast du es auch gehört? Dass bei dir ein LKW vorbeigefahren ist, oder was? Genau. Es war ein Elch in der Brumpfzeit. Achso. Ja, ich. Ne, Brumpft. Nee, ich habe das überhört, weil der Elch, der hier neben mir steht, der hat das übertönt. Das war ein LKW in der Brummzeit. Hm. Wenn die sich vermehren, dann kommen da kleine Smarts raus. Gut. Schön. Einfach aber schön. Wenn man so den Kindern erklären würde, warum es kleine Autos gibt, wäre ja auch interessant. Ja, aber dafür müsste ja dann erstmal ein LKW in einem anderen LKW hinten drauf fahren. Das sieht man auch so erklärt. Also, da kann man, oder da kann ist man ein auch Stau. Genau, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn ein schlimmer Unfall zwischen zwei LKWs entsteht, dann kannst du den Kindern halt so eine Story erzählen und dann sind die gar nicht mehr traurig. Nee, das Auto ist nicht zerbeult, das ist nur alt geworden, kriegt Falten. Die lieben sich und guck, da kommen auch da Falten oder purzeln gerade die ganzen Smarts runter. Super. Gut, wo waren wir? Wir können wir nicht einfach mal irgendwie den Laser da reinklöppeln? Irgendwie geht es ja. Ich meine, damit käme man dann zumindest da oben schon mal hin. Wäre allerdings in dem Sinne nicht sonderlich nützlich, weil uns fehlt dann ja noch das Quadrat, was dann auch aktiviert werden muss. Würde. Nee, es muss schon. Es würde nicht. Muss? Okay. Es hat nichts mit Würde zu tun. Mhm. Du kannst ja mal da das Prisma nehmen und einfach mal da und dann da. Wenn du verstehst, was ich meine? Ich versuch's. Oh. Du meinst so hinten einfach so? Ja, geht das? Ja, auch so, okay. Aber dann, ne, ist halt hier, haben wir nur Brücke. Halt, stopp! Wie, halt, stopp? Das ist doch viel einfacher. Wie? Wir können doch einfach, mach nochmal das Kraftfeld aus. Wir können doch einfach die Fläche da hinten nutzen. Um da schräg durchzukommen. Genau, ich hau da hinten einfach mein rotes Portal hin, dann kommt es hier wieder raus. Da hätte ich auch schon mal die Überlegung. Und dann kann da Prisma hier. Das. Ach, schön.
Soll ich hoch oder willst du hoch? Bist du da oben oder was? Ja, ne, genau. Ich gehe nochmal hoch. Nein! Ein stummer Hilfeschrei. Nein! Ein stummer. Dröhnt durch den Korridor. So, Von Aperture Science. Aperture. Das klingt wie so eine Ossi-Reiseveranstaltung. Willkommen bei Aperture. Wir haben es irgendwie ziemlich mit dem Osten so in den letzten Monaten. Ja, ich mag aber den Osten. Ja, ich auch. Ich möchte nur die Liebe ausdrücken. Ich muss sagen, ich höre solchen Leuten gerne zu, wobei ich nicht immer alles verstehe. So, das war ein bisschen total daneben. Ja, ich kann es nicht weiter. Doch jetzt. Ah, okay, es geht doch. Oh, es war also fast richtig. Es geht aber nicht so ganz. Oh, es geht doch. Ah, oh. Oh, well. Jetzt haben wir noch folgendes Problem. Ich muss ja jetzt hier stehen bleiben. Nee, wieso? Sobald ich hier runtergehe, dreht sich die Fläche um. Ach so. Ah, wir haben doch noch... Anders. Wir müssen... Ja, aber nee, da kann man noch kein Prisma da jetzt draufstellen. Oder? Na, von da würde es vielleicht gehen, wenn der hier so schräg rauskommt, aber wie kriegt man den da oben schräg rein? Nee, das geht ja nicht. Na, warte mal. Ich warte. Das Prisma da oben, ja? Ja. Wenn wir das da hinlegen, mein Freund, dann kommt das ja hier schräg drin. Ja, ach so, da. Und dann könnte das da auch wieder schräg rauskommen und so mit das da treffen. Vielleicht ist das ja so abgemessen hier, das ganze Thema. Warte. Und dann kütet hier an. Hallo? Red mal, Patex. Willst du mal hoch? Ja. Red mal, Patex. Teile mir deine Mitteilungen mit. Genau so meinte ich das, ganz so, genau, da, exakt jetzt darüber, oder was? Richtig. Wie, aber was, da ist ja so schräg, ist es ja auch nicht. Probieren wir erstmal aus hier. Jetzt machen wir bitte erstmal nochmal kurz hier rein. Zack. Danke. Ich setze einfach mal da das Portal hin, so. Okay. Vielleicht wird's ja was. Vielleicht. Man weiß es halt nicht, man muss es einfach austesten. Hm, weiß so es nicht. So bin ich jetzt hier so. Ja. Ist das falsche Winkel? Ja. Ja. Falls wir mal ein bisschen ernster sein sollten, schreibt es in die Kommentare. Genau. Erinnert uns bitte daran, dass wir damit sofort wieder aufhören. Ich glaube, das wird das Video mit den meisten Kommentaren werden. Warum? Weil alle wollen, dass wir total seriös bleiben. Okay. Oder? Oder schreibt es nicht dahin. Also schreibt, dass wir nicht das... Also schreibt einfach was. Ist besser. Sofort. Ja, genau. Wenn ihr jetzt nicht sofort was schreibt. Schreibt jetzt, bei welcher Minute das gerade ist, wo wir das gesagt haben. Genau. So. Du wolltest was machen. Ja, eigentlich hätte ich gedacht, dass da jetzt, aber der Winkel reicht nicht. Eigentlich wollen wir nur Kommentare haben, damit wir in den Bewertungen besser dastehen und total klickgeil werden. Ja, kannst du da nochmal reinschießen? Dann wäre ich nämlich auch geil. Ja, schieße ich gerne. Das ist für dich doch immer. Müssen wir hier nach links, ne? Den Winkel. Jetzt so vielleicht. Soll ich da nochmal? Jetzt machen wir mal da. Ja. So. Ich hab da hier. Das reicht einfach nicht. Den komm niemals hier zu dem Knopf. Ja, nee, wieso? Da nicht? Da, nee? Kann ich denn von hier aus noch irgendwo anders hin? Ich kann mir aber auch wirklich nicht, also ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass das tatsächlich so eine Konstruktion hier werden soll. Mit so quer durchstrahlenden Strahlen. Ich meine, man könnte. Nee, man kann. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so wirklich schwer hier, so der ganze Aufbau, ne? Es ist ja. Nee. Very overschaubar. Yes. Ich meine, wir haben ja noch eine Portalfläche mehr, ne? Mal so gesehen. Dir da meinst du? Ja, ich habe ja auch noch was. Du hast auch noch was. Meine Sachen sind ja jetzt hier gerade irgendwo. Ja, ja, das ist, also, ach so, ja, ja, klar, richtig. Und jetzt sind sie irgendwo weg. Im Nirgendwo. Ja. Aber trotzdem, ich meine, hier kann man ja rüber, aber hier kommt man ja auch nirgendwo hin. Auch egal, wie schräg man das hier macht. Man kann natürlich... Kann man... Ich meine, man muss ja nicht zum Knopf hinkommen, ne?
Zu welchem Knopf? Man muss ja nicht bis hier vorne dann ganz hinkommen. Man kann ja auch einfach das Portal, dein Portal, setzt du ein bisschen weiter zur Seite hin, dann schaltet das hier einmal rüber. Bis hier vorne hin, falls es geht. Ja. Falls die Schrägigkeit dies denn zulässt. Dann setze ich hier eins hin und setze dann da auch noch eins hin. Dann kommt es hier so wieder raus oder fast zumindest. Wobei das ja, wird wahrscheinlich verstehe, nicht so ganz passen. Jetzt kommen wir ja dann wir auch. Wir testen das. Komm, jetzt kommen wir dann das. Auch zu der Seite hier dann wieder raus. Testen, testen, ja, ist testen, ja gut. Testen. Ey, mach mal halblang hier. Übrigens, falls ihr mal das nächste doppelt Mal. Doppelt so lang könnte ich anbieten. Falls ihr mal das nächste Mal zum Friseur geht, sagt einfach, ja, hier, mach mal halblang. So. Und dann das mache ich tatsächlich oftmals, also in einer anderen. Und dann macht die Person kurz einen Prozess. Du darfst nämlich eine hochschmeißen hier. So. Ein Wortspiel, ein Karlauer aus dem, nach dem anderen. Yes. Karlauer, das klingt. Das ist in unserer ZDF-Show, ist es unser Moderator, Karlauer. Ja. So. Du hast ja gesagt, hier so. Warum heißt das eigentlich Karlauer? Keine Ahnung, wieso erinnert mich das an einen Fisch? Ich meine, das Auer, das steckt ja schon im Namen drin, dass das irgendwie schmerzhaft ist. Ich habe gesagt, da muss man, aber das. Ah, jetzt da. Oh. Ah, oh. Reicht das gerade? Reicht das zu dir? Oh, das könnte. Wenn du da. Aber. War nicht so abhängig. Das reicht. Ja, aber ist doch. No. Aber nee, es reicht ja da nicht. Wenn ich hier noch ein bisschen so rüber. Nee, das ist ja. Bist du jetzt komplett an der Grenze da mit deinem Dingen, mit deinem Strählchen? Von welchen Dingen sprichst du? mit deinem Portal. Du meinst, also es geht jetzt. Ich kann hier halt nicht weg, sonst ist der Laser halt weg. Ja, deswegen ist es schwierig, aber es geht jetzt ganz knapp Kante an der Ecke da vorbei. Ich sehe es ja von hier aus. Ja. Das Problem ist, jetzt reicht es wahrscheinlich nicht mehr an das Hellblaue ran, ne? Nee. Gerade nicht so. Aber es geht ja jetzt auch nicht mal dadurch. Ja, das stimmt. Wie kriegen wir denn? Es ist jetzt auch eine Millimeterarbeit, die ich hier glanzvoll ablege. Es sieht sehr schön aus, wenn das immer am Leuchten ist und so. Das ist wunderschön. Das ist fast wie Silvester und Weihnachten zugleich. Ja. War eigentlich sehr schlau hingelegt, dass es nicht auf dem gleichen Tag ist. Hat man zwei Gründe, frei zu haben und zu feiern. Stimmt, sollte man eigentlich immer noch ein paar mehr Feiertage einführen. Ja. Den Weltregenerationstag, wo man selber sich dann erholen kann. Finde ich gut. Ja, ich auch. Machen wir es zu kompliziert? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, weil wir haben ja sonst keine Möglichkeiten.